This film, we got to explore who this guy was, what made him tick, what his motivations were. I was just excited to join the franchise. It was really amazing movie and amazing experience. Und Action! Herzlich willkommen, wir sind Spätvorstellung des Kinomagazin. Der Hammertyp aus den Avengers-Filmen, Chris Hemsworth, schlüpft für Netflix bereits zum zweiten Mal in die Rolle des Tyler Rake. Und auch am roten Teppich war es sehr actionreich, aber erstmal zeigen wir euch, worum es bei Tyler Rake Extraction 2 geht. Nachdem der Söldner Tyler Rake eine Mission in Bangladesch nur knapp überlebt hat, erholt er sich von seinen Verletzungen. Doch der nächste Auftrag wartet schon. Tyler soll die Familie eines georgischen Gangsters aus einem Gefängnis herausholen. Zu seinem Team gehört auch diesmal wieder Nick Khan. Warum bist du für sie zurückgekommen? Kennst du sie? Tyler? Wie schon den ersten Teil von 2020 hat Regisseur Sam Hargrave auch die Fortsetzung Tyler Rake Extraction 2 inszeniert. Chris Hemsworth spielt erneut die Titelrolle. What was it like playing Tyler Rake at the same time? It was great, because the first film was action-packed and we had an emotional component to it, which was really important, but it was really only articulated in a couple of scenes, whereas this film we got to explore who this guy was, what made him tick, what his motivations were, what the family dynamic was, what happened in his past that made him such a tortured individual now, and then couple that with some insane elevated action, and the two complement each other. If you just have action without the emotion, it's just noise, whereas I believe we've done a nice balancing act of having the two align perfectly and having a very satisfying, action-packed, dramatic experience for people. Neu in der Reihe dabei ist Olga Kurilenko, die Tylers Ex-Frau Mia spielt. What was it like to be part of the second Tyler Rake movie? It was amazing. I was very happy to share the screen with amazing actors like Chris and Goldshifter. And of course, you know, the first one had so much success. I was just excited to join the franchise. Die Schauspielerin hat bereits in zahlreichen Actionfilmen mitgewirkt. Unter anderem in Hitman, Max Payne, Oblivion, Black Widow und James Bond, Ein Quantum Trost. What fascinates you about that genre? You know what? For me, I like even more doing it than watching it, because obviously as a person who is involved, it's so much fun. We just have fun. It's the training, you know, like learning new tricks. You just feel so powerful, you know, because they teach you how to do some flip and suddenly you don't think you would ever do it in your life, and then you can, because they're really good at teaching you that. So it's just, you know, it's fun. Anyone would have fun doing that. What would you say is special about the action in the Tyler Rake movies? Oh, it's quite severe. Severe, powerful, packed, and very, like, it's never ending. It's, yeah. But what's good is the film does have the emotional, like, the heart to it as well. So, it's not just action. Für Newcomer Andro Japaritze waren die Dreharbeiten zum Film etwas ganz Besonderes. How was it to be a part of such a big action movie? Oh, it was too exciting. It was too exciting. I don't even know how to explain it. It was really amazing. It was really amazing movie and amazing experience. And can you tell us something about your character? Something about my character. I don't know what to tell you. Without spoilers, but I can tell you that he's a key element for some points in the story. And how was it to shoot with Chris Hemsworth? Oh, he's such an amazing guy. He's so cool, and he's a great humor, and it's so fun to work with him. Yeah. Wir bringen euch hier raus, okay? Was würde Chris Hemsworth tun, wenn es darum ginge, seine eigene Familie außer Gefahr zu bringen? Never had to be in a situation as extreme as this character, but there's an immediate emotional connection to these circumstances I think any parent could relate to, and I think you'd go to the nth degree and further if it meant protecting those that you loved and held dear to you.
drei Dinge gehören für dich zu einem guten Actionfilm dazu? Handgemachte Action, die wirklich viel geprobt ist, dass man sie nicht völlig zerschneidet. Eine Geschichte, die nicht völlig hanebüchen ist. Und Schauspieler, die auch ein bisschen mehr Bock haben, als vielleicht nur Muskeln spielen zu lassen. Zum Actionfilm gehören Explosionen, zu einem Actionfilm gehören starke Antagonisten und zum Actionfilm gehört nicht immer ein Happy Ending. Drei Dinge, die zu einem guten Actionfilm dazu gehören, sind auf jeden Fall viel Schießen. Eine gute Love Story muss auch dabei sein. Und auch einfach irgendwie irgendwas ganz Dramatisches. Das muss natürlich passieren. Irgendjemand Krasses darf nicht überleben. Okay. Und was würdest du sagen? Warum sind Actionfilme so beliebt? Ich glaube immer auch, alles ist beliebt, so von alle Themen, so, die man sonst, die weit weg sind vom eigenen Leben. Ich glaube, das, keine Ahnung, ist einfach so, es fasziniert einen einfach so, alles, was ganz weit weg ist. Dazu gehören in der Regel alles, was in so Actionfilmen passiert, gehört dazu. Naja, das ist natürlich immer so ein Superlativ, ne? Da sehen sich ganz viele in den großen Heldenrollen. Ich meine, niemand, Sylvester Stallone hat ja auch mal, niemand kann es alleine mit 5 oder 10 Kerlen aufnehmen. Es hat halt so eine, es spielt oft auf so einer Ebene, wo es noch nicht Superhelden sind, sondern völlig unrealistisch, aber trotzdem auf so einer Ebene, wo man sich oft ein bisschen übermenschlich und stärker vorkommt. Und man denkt, glaube ich, im Leben hat man oft genug Situationen, wo man sagt, auch jetzt einmal Berserker sein, mal die Sau rauslassen. Und ich glaube, da finden einige Identifikationspotenzial und da macht gute gemachte Action auch einfach Spaß. Du hast gesagt, ich soll rausfinden, warum ich mich zurückgekämpft habe. Also finden wir es raus. Das war's jetzt hier vom roten Teppich zur Premiere von Tyler Rake Extraction 2 und der Film startet am 16. Juni auf Netflix. Ihr könnt euch wirklich freuen, denn er ist besser als der erste Teil.